Hallo Sportsfreunde, wir haben heute den 23. Mai. Wir hatten heute früh Fluch in der RV von Hamm. Das waren für mich 292 Kilometer. Normalerweise wollte ich euch die Ankunft der Tauben zeigen und filmen. Aber wie das manchmal so ist, habe ich da die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Tauben sind um 9 Uhr gestartet und waren dann schon um 11 Uhr knapp 38, 37, 45 so ungefähr bereit zu Hause. Da war ich da leider noch nicht so vorbereitet. Ich war zwar gerade im Schlag, aber mein Handy zum Filmen hatte ich nicht dabei. Und es kam von meinen 6 Tauben auch gleich 4 mit einmal. Also super gelaufen, super Geschwindigkeit heute, 1700 Meter pro Minute. Bis drüber noch sogar, also ganz schneller Flug, 2 Stunden und 38 Minuten bei 292 Kilometern. Ja, damit war die Sache erstmal schon geschehen. So, dann habe ich ja, wie ich euch schon in einem anderen Video erzählt habe, die Jungtauben bereits jetzt vorbereitet für die ersten Trainingsflüge. Ja, und ich zeige euch heute dann mal einen Auflass. Wir stehen so auf 3 Kilometer vom Heimatschlag weg. Heute müssen die Jungen das erste Mal aus dem Korb nach Hause finden. Wie ihr wisst, habe ich Winterjunge. Manch einer wird sagen, ich habe noch nicht mal meine Alten richtig im Korb. Die Reisflüge haben ja auch gerade erst begonnen. Aber mit den Winterjungen ist das eben so, ich habe es euch ja öfters im Film gezeigt, die sind jetzt mit der Mauser durch und sind eigentlich jetzt so weit, dass man sie trainieren kann. Und in anderen Ländern muss das doch mal so sagen, wenn das in Belgien wäre, ist das mit dem Winterjungen im Mai eine ganz normale Geschichte. Das haben wir jetzt hier in Deutschland nicht so. So, aber ich habe nochmal Winterjunge, also werde ich auch so früh wie möglich beginnen, diese zu trainieren, um ihnen natürlich auch die Möglichkeit zu geben, richtig zu lernen, dass sie dann nachher auch für die Reise ordnungsgemäß vorbereitet sind. Ich muss sagen, bei dem Programm, was wir in Deutschland durchführen, ist dieser Aufwand nicht unbedingt notwendig. Da ich aber Rentner bin und Zeit habe, tue ich das. Das ist mein Hobby und mein Spaß. So, ich werde die Tauben jetzt rauslassen und hoffe natürlich, dass wir alle wieder zurückkommen. Heute haben wir leichte Bewölkung, Sonnenschein haben wir nicht. Wir haben es jetzt 15:40 Uhr, also Nachmittag. Die Tauben sitzen jetzt im Korb so seit ca. 11 Uhr. So schauen wir mal, dass wir das vernünftig hinkriegen. Richtung haben sie schon ungefähr. Ich denke, dann werden sie wohl auch ihr Ziel erreichen. Ja, Sportsfreunde, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend und einen schönen Sonntag und hoffe, dass ich das nächstes Wochenende zum Freitag wieder pünktlich hinbekomme und das wieder normal in einem Rhythmus reinkommt. Nächste Woche wird wahrscheinlich der letzte Einsatz sein, der Alttauben zum Training. Dann werde ich sie nochmal individuell vorbereiten. Das werde ich euch dann auch zeigen. Ja, und das soll es heute gewesen sein. Gut Flug für euch und tschüss.